Oida, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mal wieder mit einem Interview. Gab schon länger nicht mehr. Das sollte eigentlich letztes Jahr noch kommen, aber da haben wir es nicht mehr geschafft. War zu viel los, hatten zu viele Videos auf Lager. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft. Falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, wen wir als nächstes interviewen können, also wer als nächstes dieses Interview-Video machen kann, könnt ihr das unten gerne in die Kommentare schreiben, weil langsam gehen uns die YouTuber aus. Ansonsten werden wir dann wahrscheinlich noch ein paar Spieler interviewen und das dann einführen. Falls wir natürlich welche auf den nächsten größeren Events treffen werden. Ansonsten haben wir hier heute unseren Kumpel Rambo. Nochmal danke an ihn und schaut bei ihm vorbei. Und ein Hinweis, den ich euch weiterreichen sollte, war, dass es sein erster Auftritt vor der Kamera ist. Also extra für uns hat er sich zum ersten Mal vor die Kamera gestellt. Und viel Spaß beim Interview. Moin, hier ist der Rambo mit einem neuen Video. Diesmal nicht bei mir auf dem Kanal, sondern bei Team Bubble Team T mit dem Interview, in ihrem Interviewsegment. Ja, erste Frage. Wer bist du? Ich bin Sandro, 19 Jahre alt und mache eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Genau. Zweitens, wie bist du zu Yu-Gi-Oh! Gekommen? Ja, das war so. Am Anfang da war Yu-Gi-Oh! Neu. Da war ich noch ein kleiner Bub. Da war so, da hat mir mein Bruder eine Karte geschenkt. Und da so, boah, geil, damit kann man viel machen. Das macht Spaß, das Spiel zu spielen. Habe mal angefangen, was zu kaufen. Das erste Produkt, da kommen wir auch noch zu. Ja, und das war so, wie ich zu Yu-Gi-Oh! Gekommen bin und wie ich nach meiner Pause, also wie lange war die Pause? Ich war, ja, so 5, 6 Jahre habe ich nicht gespielt und dann vor 3 Jahren war mein Fernseher kaputt gegangen. Habe ich so ein bisschen rumgeguckt bei Amazon, hatten noch einen 20-Euro-Gutschein, habe ich mir einfach mal Rayo Megapack bestellt und eine Premium Collection. Ja, und so kam ich wieder zu Yu-Gi-Oh! Das war's. Der Fernseher war kaputt. Das war dann der Grund. Dann haben mir ein paar Freunde Karten geschenkt und ja, da jetzt. Jo. Dritte Frage. Meine Lieblingskarte. Oh, schwierige Frage. Ist eigentlich nicht nur auf eine zu beziehen. Es sind eigentlich drei Stück. Es ist der Rettungshamster, das Rettungskaninchen und der Buster Blader. Ja, die teilen sich so den ersten Platz. Also da ist es immer schwer abzuwägen, was die Lieblingskarte ist. Mein Lieblingsdeck, ja. Leute, vielleicht die Zuschauer kennen meinen Kanal. Da ja sehr oft Harpyen bei mir gespielt wird, ist glaube ich logischerweise mein Harpyen-Deck, das ist einfach, das ist mir ins Herz gewachsen, deswegen ist das auch so wichtig für mich, deswegen werde ich es auch nie abgeben. Ja, das Deck ist einfach Harpyen, es macht Spaß und sie können was, wenn man sie richtig spielt. Ich mache manchmal Fehler, also. Was magst du an Yu-Gi-Oh? Ja, ist eigentlich ganz leicht. Der Community-Aspekt, wenn ich zum Beispiel irgendwo auf ein Turnier fahre, packe ich mir meinen Kumpel ein ins Auto und dann ab geht's und diese Fahrten dahin. Das sind die geilsten und lustigsten Fahrten, die es gibt. Das ist so das Tolle, was Yu-Gi-Oh! Mir immer so bringt. Diese Treffen mit Leuten, die man im Internet kennengelernt hat und dann sieht man sie, yo, die sind voll cool drauf. Zum Beispiel, wenn du zuschaust, Kolste, der hat mich zu dieser Spielersache überhaupt gebracht, dass ich anfange zu spielen, sonst habe ich ja eher nur gesammelt. So, was hast du an Yu-Gi-Oh? Ganz einfach, die ist wirklich ganz einfach. Geier. Ohne Scheiß. Leute, wenn sie einfach um jeden Kackcent falschen. Klar, es ist cool, wenn man eine Karte für 5 Euro billiger geht, als sie geht bei TCG Market, aber man muss doch nicht ums Biegen und Brechen falschen. Früher war das noch so, da hast du eine Glitzerkarte gegen eine Glitzerkarte getauscht und du warst froh. Das ist heute, das ist. Kommen wir zur nächsten Frage. Was war meine erste Karte bzw. erster gekauftes Ding bei Yu-Gi-Oh? Ja, meine erste Karte war wirklich die Karte Finsterdorn. Das ist auch eine ganz besondere Karte, aber da kommen wir gleich zu. Mein erstes Produkt war das Pegasus-Deck von damals. Ja, das war so, alle haben sich Yui gekauft, Kaiba, Joey. Aber Pegasus, das war so cool, weil da war das Opfer drin, Aufgeben war drin. Das war eigentlich ganz cool und sie hatten kein anderes mehr da. Ich bin ganz ehrlich, sie hatten kein anderes mehr da. Ja.
musste das Pegasus sein, weil ich wollte unbedingt dann was haben. Man, ihr wisst ja, wie das ist, wenn man klein ist. Da will man unbedingt das haben, was man sieht. Ja. Was ist deine wertvollste Karte? Ja, meine wertvollste Karte ist wirklich die Karte Finsterdorn. Manche kennen sie aus Elo. Einen Moment, da muss ich kurz nachgucken. Aus LOB, doch. Aus LOB ist meine wertvollste Karte aus dem Grund, das war die erste Karte, die ich bekommen habe von meinem großen Bruder. Ja, und deswegen hängt an dieser Karte einfach ein enormer emotionaler Wert. Also es ist zwar nicht dieselbe, die es damals war, aber es reicht schon als symbolisch, wenn man die Karte einfach hatte. Das ist einfach, da kann dir keiner irgendeine Scheiß Geist oder Schneehase anbieten oder Eccentric. Wenn man eine Karte einen emotionalen Wert hat, dann ist es einfach in keiner Karte aufzuwiegen. Das ist was ganz Besonderes. Und in wertvollste Karte ist es eine japanische Exodia aus Phantom God. Die geht irgendwas über 200 US-Dollar. Habe ich bei einem anderen amerikanischen YouTuber gesehen. Also nichts Erfundenes. So. So viel dazu. Ja. Wie bin ich zu meinem YouTube-Namen gekommen? Ja, ich habe ja den Yu-Gi-Oh! Mäßigsten Namen überhaupt. Rambo mit 7M. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Einfache Geschichte. Ich habe mich bei einem Online-Spiel Combat Arms angemeldet. Da war ich, keine Ahnung, 10 oder so. Ja, ich weiß, da darf man das Spiel nicht spielen. Da habe ich mich angemeldet und habe dann gespielt. Ich habe angegeben, was ist cool? Rambo-Filme sind cool. Gibst du mal Rambo ein? Mit einem immer vergeben. Zwei immer vergeben. Drei, okay. Bin ich dann irgendwann bei 7 hängen geblieben und dann hat 7 gepasst. Ja, und so kam ich zu Rambo, habe ich den Kanal gemacht. Mein erstes Video war auch ein Level-Up-Video von dem Spiel. Also was ganz Lustiges eigentlich, aber das habe ich runtergenommen, weil da lizenzierte Musik drauf war und ja. Ja, und die zehnte Frage. Tipps für neue YouTuber. Neue YouTuber. Ja. Was habe ich denn da an Tipps für Sie? Zieht euer Ding durch. Ganz im Ernst. Macht so, wie ihr es wollt. Macht's, wenn ihr Spaß habt. Lasst euch von keinem Hater was sagen, wenn am Anfang eure Qualität schlecht ist. Bei mir war die am Anfang auch scheiße. Mittlerweile ist sie jetzt eigentlich einigermaßen gut. Nicht so gut wie bei den noch größeren. Die haben dann noch bessere Mittel. Aber lasst euch nicht unterkriegen. Vergesst die Hater. Die sollen es erstmal besser machen, wenn sie anfangen. Jo, das war's mit meinem Interview. Ich bedanke mich mal bei Team Bubble Team T. Team Bubble T. So. ja. Könnt vielleicht bei mir vorbeischauen, wenn ihr wollt. Und haut rein. Okay, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten bleibt mich.